Ja, hallo meine lieben Football-Freunde, herzlich willkommen zur Vorschau der NFL-Saison 2015. Ja, diesmal mit den Indianapolis Colts. Ja, die Indianapolis Colts haben in der letzten Saison die AFC South gewonnen mit einer Bilanz von 11 Siegen und 5 Niederlagen, sind dadurch in die Playoffs eingezogen. Haben zunächst in den Wildcard-Playoffs die Cincinnati Bengals besiegt. Ja, dann in den Divisional Playoffs die Denver Broncos und sind dann im Conference Championship Game gegen die New England Patriots, haben dann doch klar und deutlich verloren. Aber immerhin doch eine sehr gute Saison für die Indianapolis Colts, die auch heuer wieder zu den Playoff-Kandidaten dazuzählen. Ja, schauen wir an, was hat sich neu getan bei den Indianapolis Colts. Neu im Team sind zum einen Running Back Frank Gore, er kommt von den 49ers, dann Wide Receiver Andre Johnson vom Divisionsrivalen von den Houston Texans, dann Guard Todd Harrimans, dann Defensive End, Defensive Tackle Kendall Langford, Defensive End, Outside Linebacker Trent Cole, Inside Linebacker Nate Irving und Safety Dwight Lowry. Ja, verlassen haben die Colts unter anderem die Running Backs Ahmad Bradshaw und Trent Richardson. Dann der langjährige Wide Receiver Reggie Wayne. Ja, dazu noch Wide Receiver Hakeem Nicks, Center Ekwe Shipley. Dann Defensive End, Defensive Tackle Corey Redding. Defensive End, Outside Linebacker Sean Phillips. Und Defensive End, Outside Linebacker Ricky Jean Francois. Dann Cornerback Josh Gordy und die Safeties Sergio Brown und Laron Landry. Ja, die Colts haben dann die Verträge verlängert mit Backup Quarterback Matt Hasselbeck, Cornerback Darius Butler, dann Running Back Dan Heron, Free Safety Mike Adams, dann Guard Tackle Joe Wright, Safety Cole Anderson und Inside Linebacker Jarrell Freeman. Ja, schauen wir auf den Draft. Wen haben da die Indianapolis Colts gedraftet? Und zwar in der ersten Runde hat man mit Philipp Dorsett noch einen weiteren Wide Receiver gedraftet von Miami. Also noch mehr Waffen für Quarterback Andrew Luck. Dann in der dritten Runde, dann hat man DeShaun Smith, einen Cornerback von Florida Atlantic gedraftet. In der dritten Runde dann Henry Anderson, ein Defensive End von Stanford. In der vierten Runde dann Clayton Gathers, ein Strong Safety von Central Florida. In der fünften Runde dann David Perry, ein Nose Tackle von Stanford. In der sechsten Runde hat man dann Josh Robinson, einen Running Back von Mississippi State, gedraftet. Und dann auch noch in der sechsten Runde Amarlo Herrera, ein Inside Linebacker von Georgia. Und mit dem letzten Pick in der siebten Runde hat man dann noch Denzel Good, ein Offensive Tackle von Mars Hill gedraftet. Ja, kommen wir jetzt zum Roster der Indianapolis Colts. Fangen wir an in der Offense und dann natürlich mit dem Quarterback Andrew Luck. Ja, hat sich, ja, seit er gedraftet wurde als Nummer 1 overall, sich immer wieder gesteigert und ist mittlerweile wirklich einer der Top-Quarterbacks. Ja, hat in der letzten Saison über 4000 Yards geworfen und 40 Touchdown-Pässe an den Mann gebracht. Also ist eine sehr starke Leistung. Und er ist immer noch relativ jung, kann sich immer noch verbessern und viele sehen in ihm ja den zukünftigen besten Quarterback ja, der Liga. Und ja, hatte natürlich große Fußstapfen mit Peyton Manning, in die er da treten musste. Aber mittlerweile muss man sagen, ja, wird er dem auf alle Fälle gerecht. Und ja, allein durch ihn sind die Colts auf alle Fälle einer der Super Bowl-Anwärter. Ja, dann als Backup haben sie Matt Hasselbeck, einen sehr, sehr erfahrenen Mann, der schon sehr lange in der Liga ist und schon bei einigen Teams gespielt hat und unter anderem einmal auch mit den Seattle Seahawks in der Super Bowl gespielt hat, aber da gegen die Pittsburgh Steelers verloren hat. Ja, dann kommen wir zu den Running Backs. Da hat man einen neuen Mann, nachdem man ja das mit Trent Richardson nicht so gut funktioniert hat, hat man jetzt Frank Gore geholt von den 49ers. Ein sehr erfahrener Mann, er ist zwar schon über 30, aber ich denke auf der Running Back Position immer noch sehr gut. Das hat er die letzten Jahre gezeigt und unglaublich ein konstanter Mann, der auch nicht ja jetzt so oft verletzt war. Also auf alle Fälle eine Verstärkung. Ja, die Frage ist nur, wie gesagt, das Alter. Er ist nicht mehr der Jüngste. Wie lange kann er noch diese Leistungen bringen? Das ist die Frage. Ja, dahinter hat man dann Wick Ballard und dann noch die beiden Rookies Josh Robinson und Tyler Varga.
Ja, kommen wir dann zu den Wide Receivern. Ja, wie schon angesprochen, man hatte es geschafft, Andre Johnson von den Houston Texans zu holen. Andre Johnson bringt sehr viel Erfahrung mit. Ja, das mussten die Colts ja am eigenen Leibe immer wieder erfahren. War sicherlich nicht leicht zu verteidigen. Jetzt ist er in ihrem Team und bringt da auf alle Fälle sehr viel Erfahrung mit. Daneben ist T.Y. Hilton, der sich ja auch seit er gedraftet wurde, sehr gut entwickelt hat und ja mittlerweile eine der Lieblingsanspielstationen von Andrew Luck ist. Und ja, deswegen hat man dann auch jetzt schon vorzeitig den Vertrag mit ihm verlängert. Also man zählt auf alle Fälle auf ihn. Und dann hat man noch im Kader Dante Moncrief, den man im letzten Jahr gedraftet hat. Auch, ja, von ihm verspricht man sich auch einiges. Und dann hat man natürlich noch den Rookie Philippe Dorsett, den man heuer in der ersten Runde gedraftet hat. Und dann ist auch noch ein Griff Whalen im Kader. Ja, kommen wir dann zu den Titans. Da haben sie mit Dwayne Allen und Kobe Fleener eigentlich zwei sehr gute Titans. Kobe Fleener eigentlich mehr ein Receiver. Dwayne Allen kann auch sehr gut blocken, hat aber die letzten Saisonen immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ja, und dann haben sie auch noch mit Jack Doyle einen dritten Titan im Kader. Ja, kommen wir dann zu der Offensive Line. Ja, Left Tackle ist Anthony Castonzo. Ein ja, sehr guter und solider Left Tackle und wahrscheinlich auch der beste Mann in dieser Offensive Line. Sein Backup ist Joe Wright. Dann auf Right Tackle wird Jack Muirhead spielen, der der letztes Jahr gedraftet wurde und ja, für einen Rookie eigentlich durchaus ansprechende Leistungen geboten hat. Sein Backup ist Denzel Good, der Rookie. Ja, dann auf Left Guard wird Lance Lewis starten. Sein Backup ist Tue Thornton und auf Right Guard wird der erfahrene Todd Harrimans starten, den man aus Philadelphia geholt hat, der ja schon seit Jahren sehr solide Leistungen geboten hat, aber wie gesagt, jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Deswegen mal abwarten wir, ja, ob er die Offensive Line da wirklich verstärkt. Sein Backup ist Robert Myers und auf Center wird Khaled Holmes starten und sein Backup ist Jonathan Harrison. Ja, kommen wir jetzt zur Defense der Indianapolis Colts. Die Colts spielen eine 3-4-Defense. Ja, Nose Tackle wird der Rookie David Perry sein. Ja, interessant, dass man hier einen Rookie vertraut auf dieser wichtigen Position. Dann auf Defensive End wird der Neuzugang aus St. Louis Kendall Langford spielen. Sein Backup ist der Rookie Henry Anderson und dann noch Earl O'Keefe. Und auf der anderen ja, Defensive End Position wird Zach Kerr starten und auch sein Backup ist ein Rookie, das ist Ty McGill. Also ja, eine doch durchaus sehr junge Defensive Line. Wie gesagt, der einzige erfahrene Kendall Langford, der auf alle Fälle eine Verstärkung hier ist, aber trotzdem die D-Line sicherlich nicht die stärkste und allgemein die Defensive sicherlich eine Schwäche der Colts. Ja, kommen wir dann zu den ja, Linebackern. Fangen wir an auf Outside Linebacker. Da ist zum einen der Starter Eric Walden, der vor ein paar Jahren aus Green Bay geholt wurde. Ja, sicherlich kein überragender Outside Linebacker, aber er macht seinen Job. Ja, sein Backup ist zurzeit der deutsche Björn Werner. Ja, Björn Werner hat ja seit in der ersten Runde gedraftet, wurde vor 2 Jahren doch immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Ist ja nicht wirklich seine Position, hat ja im College in einer 4-3-Defense, Defensive End gespielt. Und ja, seit er von den Colts gedraftet wurde, musste er jetzt auf Outside Linebacker umlernen und hat bis jetzt ja leider nicht wirklich überzeugen können und er muss auf alle Fälle jetzt kämpfen und ja seinen Draft-Status auf alle Fälle gerechtfertigen mit einer starken Saison. Auf der anderen Seite, auf der anderen Outside-Linebacker-Seite wird Trent Cole starten, auch ein sehr erfahrener Mann, den man aus Philadelphia geholt hat und der auch schon ja seit sehr vielen Jahren ein sehr guter Pass-Rusher ist, aber wie gesagt auch schon über 30 Jahre alt. Und auch bei ihm ist die Frage, wie lange kann er noch auf diesem Niveau spielen? Ja, seine Backups sind zum einen Jonathan Newsom und dann auch noch Robert Mathis ist zurzeit noch ja, angeschlagen, hat sich ja, hat die letzte Saison wegen eines Achillessehnenriss verpasst und ist noch nicht wieder hundertprozentig fit. Bei ihm ist fraglich, ob er jetzt ja, für den Saisonstart fit wird, aber wenn er fit wird, ist auf alle Fälle mit seiner Erfahrung eine sehr gute Verstärkung hier für die Linebacker der Colts. Ja, kommen wir dann zu den Inside-Linebackern. Da ist zum einen DeQuell Jackson, auch ein sehr erfahrener Mann, der lange Jahre in Cleveland gespielt hat und sehr gute Leistungen gebracht hat und jetzt bei den Colts ist. Sein Backup ist Sio Moore, den man vor kurzem von den Oakland Raiders in einem Trade geholt hat.
Er ist jetzt der Backup und auf der anderen Inside Linebacker wird Jarrell Freeman starten. Auch ein solider Inside Linebacker, weswegen auch man auch den Vertrag jetzt mit ihm verlängert hat. Und sein Backup ist Nate Irving. Ja, kommen wir dann zu der Secondary. Fangen wir an bei den Cornerbacks. Da haben sie natürlich mit Vonte Davis einen sehr starken Mann. Er ist ihr bester Cornerback und wahrscheinlich auch ihr bester Mann. Ja, in der Defense. Seine Backups sind zum einen Darius Butler und Sheldon Price. Und auf der anderen Cornerback-Position wird Greg Toler starten. Ja, auch ein erfahrener Mann, aber natürlich um einiges schwächer als Vonte Davis. Und ja, das ist doch auch eine Schwäche der Colts, dass ihr zweiter Cornerback da ja nicht so gut mithalten kann. Sein Backup ist der Rookie DeShaun Smith. Mal sehen, ob er vielleicht dann während der Saison vielleicht Starter wird. Und dann hat man auch noch Jaleel Brown. Ja, kommen wir dann zu den Safeties. Auf Strong Safety wird Mike Adams starten. Ja, der letzte Saison auch durchaus überzeugt hat und weswegen man den Vertrag mit ihm verlängert hat. Und sein Backup ist Colt Anderson. Und auf der Free Safety Position wird Dwight Lowry starten. Sein Backup ist der Rookie Clayton Gathers und dann auch noch Winston Guy. Ja, kommen wir dann zu den Special Teams. Panther ist Pat McAfee, ein sehr guter Panther, der einen sehr starken Fuß hat, weswegen er auch für die Kickoffs zuständig ist. Und auf alle Fälle, ja, zählt er zu den besseren Panthern in der Liga. Auf Kicker haben sie dann Adam Vinatieri, einen ja sehr erfahrenen Kicker, der schon wirklich sehr, sehr lange in der Liga ist und unter anderem mit den Patriots ja einige Super Bowl-Siege feiern konnte und dann natürlich auch mit den Colts und immer noch, obwohl er schon über 40 Jahre alt ist, immer noch ein sehr guter und konstanter Kicker ist. Ja, dann Longsnapper ist Matt Overton und sowohl Punt als auch Kick-Returner wird der Rookie Philip Dorsett übernehmen und sein Backup ist dabei T.Y. Hilton. Ja, kommen wir dann zu den Verletzungen. Bis jetzt ja, halten sie sich bei den Colts in Grenzen. Zum einen ist Running Back Dan Heron fällt für die ganze Saison aus, ja, mit einer Knieverletzung. Aber auf Running Back ja, haben sie ja mit Frank Gore eigentlich einen sehr guten, deswegen ist dieser Ausfall jetzt nicht ganz so bitter. Aber es auf alle Fälle bitter ist der Ausfall von Defensive End Arthur Jones. Ja, er hat sich Bänder in seinem Knöchel gerissen und wird auch in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Und wer auch noch ausfallen wird, ist der Cornerback Tevin Mitchell auch mit einer Verletzung. Er hat dann angesprochen, Robert Mathis ja, ist noch nicht fit. Und er wird wahrscheinlich auch für den Saisonstart gegen die Bills wird er nicht mehr fit werden, also wird wahrscheinlich ja, die ersten Spiele verpassen. Dann hat man natürlich noch einige angeschlagene Spiele, aber jetzt nichts Schlimmes. Also wie gesagt, bis auf Arthur Jones eigentlich die Colts doch relativ gesund. Ja, kommen wir jetzt dann zum Coaching-Staff. Der Indianapolis Colts Head Coach ist immer noch Chuck Pagano. Ja, er geht jetzt in seine vierte Saison als Colts-Trainer, hat aber in seiner ersten Saison ja, einige Spiele verpasst aufgrund einer Krebserkrankung und ja, wurde dann damals vom jetzigen Arizona Cardinals Head Coach Bruce Arians vertreten. Aber mittlerweile ja, sind die Colts unter ihm eigentlich sehr gut und deswegen ist er der Head Coach, aber ja, die Colts wollen natürlich den Super Bowl gewinnen. Deswegen ist auf alle Fälle der Druck da, in den Playoffs möglichst weit zu kommen. Und es würde nicht verwundern, falls die Colts ja, überraschend früh scheitern sollten, könnte vielleicht auch der Stuhl von Chuck Pagano zu wackeln beginnen. Denn wie gesagt, die Colts haben jetzt doch sehr hohe Ansprüche. Ja, Offensive Coordinator ist Pep Hamilton. Er geht jetzt in seine dritte Saison als Colts Offensive Coordinator. Und ja, er macht eigentlich auch eine sehr gute Leistung. Andrew Luck unter ihm wurde auf alle Fälle besser. Und deswegen, ja, ist es gut, dass er jetzt weiterhin der Offensive Coordinator ist. Dann Defensive Coordinator ist Greg Minuski. Auch er geht jetzt in seine vierte Saison mit dem Colts, hat da gemeinsam mit Chuck Pagano übernommen. Und war auch schon zuvor bei den San Francisco 49ers und auch bei den San Diego Chargers war er schon Defensive Coordinator, also auch ein sehr erfahrener Mann.
Ja, dann im Trainerstab ist noch auch Rob Jodzinski, auch ein ehemaliger Head Coach. Er war mal eine Saison, und zwar in der Saison 2013, der Head Coach der Cleveland Browns, aber wurde dann nach nur einer Saison wieder entlassen und ja, ist jetzt der Assistant Head Coach hier bei den Colts. Ja, Besitzer der Colts ist James Ursay. Ja, er besitzt die Colts jetzt seit 1984. Also auch schon sehr lange, und General Manager ist Ryan Grigson. Er, ja, hat 2012 ist der General Manager geworden, und ja, seit er ja am Werk ist, hat er auch ja, er hat auch Chuck Pagano geholt, und seitdem ja bilden die beiden ein Duo, und ja, bis jetzt eigentlich eine sehr gute Leistung hier von General Manager Ryan Grigson. Ja, schauen wir dann auf den Spielplan der Indianapolis Colts. Sie beginnen mit einem Auswärtsspiel bei den Buffalo Bills. Dann empfangen sie die New York Jets. Dann geht es auswärts zu den Tennessee Titans. Dann haben sie ein Heimspiel gegen Jacksonville. Dann geht es zu den Houston Texans. Dann hat man zwei Heimspiele. Zuerst die Revanche gegen die New England Patriots für das AFC Championship Final. Dann ein Heimspiel gegen die New Orleans Saints. Dann geht es zu den Carolina Panthers. Dann empfangen sie die Denver Broncos, dann haben sie eine Bye-Week. Nach der Bye-Week geht es dann auswärts zu den Atlanta Falcons. Dann empfangen sie die Tampa Bay Buccaneers. Dann haben sie zwei Auswärtsspiele, zum einen in Pittsburgh und dann in Jacksonville. Dann spielen sie zu Hause gegen Houston, ehe es dann auswärts zu den Miami Dolphins geht. Und das letzte Heimspiel ist dann gegen die Tennessee Titans. Ja, die Indianapolis Colts sind natürlich der klare Favorit hier in dieser AFC South, das muss man ganz klar sagen. Alles andere als ein Divisionssieg wäre eine sehr große Überraschung, dafür haben sie einfach zu viel Talent. Und wie schon angesprochen, die Colts sind natürlich, sie wollen natürlich mehr als nur die AFC South gewinnen und in die Playoffs einziehen. Wie gesagt, sie waren letztes Jahr in den Conference Finals, sind da deutlich den Patriots unterlegen, was vor allem an der Defense der Colts gelegen ist, die aber auch heuer. Ja, doch wieder ein Fragezeichen ist, die Offense ist auf alle Fälle ganz stark. Vor allem mit jetzt Wide Receiver Andrew Johnson und Running Back Frank Gore. Man hat ja, sich da sehr gut verstärkt. Auffallend ist, dass man auch sehr viele ja, ältere Spieler geholt hat, die ja, natürlich sehr erfahren sind. Aber es ist auch ein Zeichen, dass die Colts so schnell wie möglich jetzt ja, den Super Bowl holen möchten. Deswegen man wirklich jetzt nicht mehr auf das Alter der Spieler achtet. Das ist ein ganz klares Zeichen, wie gesagt, auch an Head Coach Chuck Pagano. Sie wollen in die Super Bowl und wollen ja, die Super Bowl gewinnen. Und für mich sind sie auch einer der Favoriten, weil die Offense einfach wirklich stark ist. Und Andrew Luck, wenn er sich noch verbessert, ist er auf alle Fälle einer der besten Quarterbacks in der Liga. Und ja, wie gesagt, für mich die Colts, klarer Favorit hier in der AFC South. Und meiner Meinung nach werden sie hier die AFC South mit einer Bilanz von 13 Siegen und 3 Niederlagen gewinnen. Ja, das war jetzt meine Vorschau hier zu den Indianapolis Colts in der NFL-Saison 2015. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Ja, was tippt ihr? Wie glaubt ihr, werden die Colts in dieser Saison abschneiden? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen über ein Abo, und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Und ich sage Tschüss, euer Little Piccolo.